Okay, jetzt haben wir quasi rekonstruiert, wie du 2015 mit deinem Produkt und diesen Steps und Learnings, die du erfahren hast, im Endeffekt auf Platz 1 gekommen bist. Und quasi Online-Marketing wirklich praktisch mit Trial and Error und Leuten, die etwas davon verstehen, gelernt hast. Jetzt ist es ja so, Facebook-Traffic, Affiliate-Traffic und Upsells und ein gutes Produkt, so hat das damals funktioniert. Wie ist es heute, wenn du mit deinen Kunden sprichst oder mit Leuten, die jetzt zu dir kommen und sagen, okay, Traffic, das ist bei mir so ein Problem oder Neukundengewinn im Internet, das ist bei mir schwierig. Empfiehlst du immer noch dieselben oder ähnliche Methoden oder wie sieht es jetzt für dich aus? Was sind so deine Trafficbringer heute, die du den Leuten empfiehlst oder sind es die gleichen? Es ist immer noch Facebook. Okay. Ja, ich bin immer noch fasziniert von Facebook. Wir machen sehr viel natürlich Lead-Gewinnung. Das heißt, das Klassische, ich gebe halt einen kostenfreien Ratgeber raus. Also das ist eigentlich das, was wir den Leuten, den Kunden lernen, weil das das Einfachste für die ist. Ja. Vom Herzen her bin ich ein VSL-Typ, ja, ein Okay. Video Sales Letter Typ. Und bin auch gerade dabei, jetzt mit einer Bekannten, den Kurs, das ist eine ganz andere Branche, das ist aus dem Bereich Bewegung, Fitness und so weiter. Ja. Da werde ich wieder den Video Sales Letter, den klassischen, nehmen, Okay. weil es für mich einfach für jemanden, der einsteigt, die schnellste Möglichkeit ist, ohne Liste sofort Umsatz zu machen, wenn Okay. man weiß, wie es geht. Okay, verstehe. Alles klar. Das heißt, Facebook plus also Facebook für Lead-Generierung und dann, wenn es quasi um den Sale geht, einen wirklich gut gemachten Video-Sales-Letter. Ja. Okay.